So, willkommen zurück, meine Freunde, Abonnenten, spontan zugeschaltete des Gamebelt Empire. Ja, ich bin wieder da. The Junk. Ja, hallo. Nach langer Abstinenz und Pause bin ich wieder da für euch. Und für die Gruppe. Und für den wahrscheinlich schizophrensten Pokémon-Trainer der Welt. Hooray! So. Mal ganz kurz mich hier schlau machen. Wie hat sich denn eigentlich alles gerade so entwickelt? Zeig mal her, ja. Ah, Amniota. Muss ich erstmal hier kurz ein bisschen durchgucken. Oh, mit Animation! Mensch, so viel sich verändert haben hier. Dann gibt es dann Akrobatik. Oh, Flügelschlag, Biss. Oh, das gefällt mir. Ja. Mr. VM ist. Was? Gerade mal eine VM bisher? Ja, was hat sich denn verändert? Ach nee, zwei VM, Entschuldigung. Zur Turbo erzählt auch noch dazu. Hey, Mensch, großer Stock geworden, kleiner. Sparky! Hallo! Hallo! Mit dir habe ich noch Großes vor heute in der Folge. Hehehe. Ja. Bobble ist auch groß und stark geworden. Mensch, er hat etwas geschafft, was er in keinem anderen Pokémon-Projekt bisher geschafft hat. Welche von anderen gemacht wurden. Er ist ein Obrero! Hey! Dave ist. Ja, Dave ist Dave wie EOG. Und der Panzerknacker von Levi jetzt, ne? Schaut er. Durchbruch, Schmarotzer, Knirscher. Oh. Schaut gut aus, schaut gut aus. Ich durfte fassen. So. Und ich soll hier weiter gehen. Nichts von dir warten kann, Mr. Big. Nee. Kann Big M aufhalten. Big M? Wer ist Big M? Ist das hier der Bauableitermeister? Die Göre mit einem Entoron. Oh. Okay. Dann mache ich mit Amniota. Und warum ist eigentlich die Fragezeichen dahinter? Was haben die Fragezeichen zu bedeuten? Okay. Ja, man ist mir das Geschlecht gerade noch nicht so sicher. So. Mag ich eigentlich wirklich drinnen bleiben? Hast du schon eine Psycho-Attacke? Wenn ja, wer du? Oh. Oh, sieht das gut aus. Oh, sieht das gut aus. Akrobatik! Come on! Dürfte ja wohl. Ja. Ja, das passt. Mit dem nächsten Schlag dürftest du eigentlich dann weg sein. Oh. Optisch viel getan. Mensch, Mensch, Mensch. Wurde einiges gebastelt hier. Yunova, Level 52, Luftschnitt. Oh, schau mal ganz kurz. Welcher Tag soll vergessen werden? So. Allerdings ist es mehr physisch als alles andere. Akrobatik komme ich trotzdem weiter als der Flügelschlag, da ich schon ein Item trage. Luftschnitt, aber das ist cool. Da steht drauf, das ist cool. Luftschnitt ist cool. Ich brauche einen speziellen Angriff. Ich hier physisch trotzdem mehr reiße. Nö. Luftschnitt nicht erlernen. Ja. Firma dankt. Aliatos. Ja, da wechsle ich mal. Wer könnte noch ein bisschen Training gebrauchen? Oh, Level 52? Meine Fresse. Bobble könnte ein bisschen. Aber gegen Aliatos, Käfer, Sparky. Ach komm her, Dave. Komm. Komm mal her, Dave. Komm mal her. Ich habe einen langen Erfahrungsbalken. So lang und blau. Mensch, Mensch. So. Flammenwurf. Dürfte ja wohl fast reichen. Oh. Fast. Firma dankt. Auf Wiedersehen. Jedenfalls haben wir einen auf Steck. Hooray. Das gewann den Kampf und ich muss die Musik mal leiser drehen bei mir. Hm. Pfiff, er wird dich so in den Boden stampfen. Bah, bah, bah. Ich liebe schlechte Verlierer. Hallo, du Deutscher. Nein, du bist kein Deutscher. Du hast. Aufgrund deiner Frisur will ich dich jetzt so nicht verurteilen, so. Aber du stehst ziemlich im Weg, Junge. Bitte geh weiter. Andere Richtung! Ich hätte meine Klappe halten sollen. Junge! Ah, meine Chance! So, super. Versprich mir, dass du nach unserem Kampf dein Spiel speicherst. Was? Was hast du vor? Ja, mit dem Rollerschaff. Hey, du bist ja mit Amniota gerade richtig gut bedient. Ich muss sagen, doch. Lalala. Akrobatik. Dürfte sogar reißen. Tschüssi.
Agno, happiness changing method. Hä? Hä? Habe ich hier irgendwas schon wieder in das Spiel drin, was nicht sein sollte? Und ich weiß nicht, was jetzt gerade im Kampf reingekommen wird. Also, ich nehme mal Bobbele. Komm her! Bobbele! Dancing to the death! Kämpfer Lopo setzt noch einen Raser frei. Dagegen habe ich einen. Oh? Oh, passt ja. Senkopfstoß. Oh. Raser, was machst du da? Was machst du da? Nicht cool, Junge. Nicht cool. Da möchte ich doch lieber kurz ein anderes Pokémon wieder reinwechseln. Lalala. Sparky! Come on! Knöpf ihn dir vor! Hallo Spark. Achso, er fuchtelt. Ah. Weg? Hat nur Happiness Changing. Again? Again? So, okay, der Fuchtler dürfte jetzt theoretisch abgeklungen sein. Riskier ich? Ich riskier es! Bobbele! Kampfkoloss! No. Mach ihn nieder! Ach, nur damit ich doch. Ich hab nicht mit dir gesprochen gerade! Oh! Achso, schade. Das sah gerade so, als ob ich noch Energie über gehabt hätte. Manu! 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 Not cool! Not cool! Not cool! Hallo, Amiota! Irgendwie ein sehr komisches Interface, da muss ich das mal gewöhnen. Muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Und erneut ein Raser besiegt. Okay. Dann ist kurz ein kleiner Blacksfield. Nein, ich wechsle jetzt nicht. Mach mal jetzt so nieder. Danach gehen wir mal kurz das Pokémon Center zurück. Wir müssen doch eh noch mal kurz was erledigen. Welches Pokémon Center auf Anhieb finde, versteht sich. Den Fußball besiegt. Noch ein Linfu! Alter! Ja, jetzt möchte ich wechseln. Panzerknacker! Hat mir Levi nicht irgendwas gesagt, von wegen, dass er Nussknacker heißt? Und ich deswegen irgendwie sehr schmerzhafte Gedanken gehabt habe? Wer weiß! Schmarotzer, Knirscher, Schaufler. Rapidschutz! Jo, but it failed. Ja, wo ist er denn im Boden? Ich sehe da nichts. Ah. Okay. Ach stimmt ja, da war ja noch die gewisse Kampfbodenschwäche irgendwo. Knirscher! Mach weg! Danke fürs Gespräch! Ich gewinne Kampf! Speicher dein Spiel! Möchte ich nicht! Kommt da irgendein Bug oder was? Muss ich mir Sorgen machen? Da renne ich schnell zurück. Da habe ich Angst vor. Okay. Okay. Wo bin ich hier? Okay. Er hat mich gewonnen. Ich hätte das Spiel speichern sollen. Okay. Ich bin eingesperrt! Oh, ich hab doch das Bugfix-Zeug gleich mit runtergeladen. Ah! Ja. Ich mach mal kurz den Cut, wir sehen uns gleich wieder. Bin wieder da. Hab nochmal schnell nachgespielt. La. War ja nie was passiert. Hust. Na doch, wisst was ist passiert? Ich konnte strategischer vorgehen. Ja. So strategisch sogar. Also, ich hab doch Sparky sterben lassen. Der von Fahrzeugkrack haben wisst was abgekriegt, aber Bob lebt. Bob lebt! Irgendwie. Ah. Und dann darfst du schon wieder weitergehen. Oh, wait. Also, dich noch. Komm her! Komm her, komm.
Wie komisch gerade beschäftigt, also lass ihn in Ruhe. Nö! Ich hab den Auftrag meiner Co-Kommentatorin und der Stimme in meinem Kopf zu folgen, die sagen, dass da ein Sherox vor mir steht und dass ich zu Big M muss. Sherox! Howdy! Okay, Howdy! Bobbelam! Flüchten! Kanonenfutter! Mr. VM! Danach zu Dave! Dave Flammenwurf! Und tschüss! Prost! Taktik festgelegt! Kreuz 10. Oder Kreuz Schere? Au! Wow! Mr. VM? Ich bin hochauf begeistert von Ihnen! Dann walzen Sie mal eine Runde! Kreuz 7. Mr. VM! Sie haben einen guten Job getan! So, let's go, Dave! Sherox gehört dir! Wunderschönes Pokémon eigentlich, Sherox. Flammenwurf! Wunderschönes Pokémon, steh auf! Hätte mich auch sehr gewundert, wenn das überstanden ist. Fucking Käfersammler mit Sherox! Seit wann haben die Käfersammler mal Ahnung von dem, was sie tun? Wie braver! War das jetzt schon Drachen oder nicht? Andere Frage, habe ich überhaupt schon was gegen Drachen? Oh ja, also, so gesehen, nein. Dann, meine persönliche Geheimwaffe, Amniota! Come on! Du bist nicht Amniota, ich hab dich nur verdrückt! Also wenn er schon Drachen hat. Nicht effektiv, nicht effektiv. Ja, zieht 40 ab, nicht effektiv. Flammenwurf! Gewinn! Doch du willst neutral machen, oder? Oder? Nicht sehr effektiv, aber es hat die Hälfte. Okay. Kleines Au. Aber es reicht, es hat Au gemacht. Und, jawohl. Dave the Dragon Slayer. Wop, wop. Dusk gewann den Kampf. Das ist mein letzter Rat. Ja, dann rate mal, was ich jetzt tue. Hallo! Du willst wirklich aussteigen, Jared? Du ahnst dir gar nicht, was du in deiner bezaubernden Karo alles verpasst. Ja, ich und meine Frau sind mir sehr, sehr sicher. Was sie tun, ist ja echt das Letzte. Ja, das hatte große Mühe, den Südring zu umrunden. Tja, danach lässt sich aber wunderbar Geld scheffeln. Es ist zwar nicht optimal, aber es macht Profit. Denk doch mal daran, wie viele Leute sich ein Ticket für den kaufen oder den Bus nehmen. Tut mir leid, Big M, aber die McMail Company steigt aus. Ich wünschte dir auch, dass ich mit dem Geschäft Schluss machen könnte, aber jemand muss mich einfach zu überzeugen wissen. Hey, hey! Du dort? Dusk! Oh mein Gott! Ist es schön, dass ich dich hier sehe! Du hast gar nicht, wie doll ich dich vermisst habe! Dusk, du bist sicher? Du hast den ganzen Südring umrundet und stehst jetzt ausgerechnet hier? Wie, du willst Big M umstimmen? Na gut, versuch dein Glück! Du willst mich umstimmen? Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du gegen mich gewinnen solltest, dann werde ich die Barrieren zwischen den Bezirken löschen. Wenn du verlieren solltest, dann überlässt du mir sämtliche Pokémon, dein Leben und deine gesamte Familie wird für die nächsten drei Generationen Sklaven meiner Kinder werden. Ist das ein guter Deal? Ja, ich finde schon. Weil daraus kann ich wieder Profit schlagen. Ha, ha, ha. Oder, dann überlege ich mir noch was. Okay. Also. Warte mal. Ja. Dieses Bestätigen und Nicht-Bestätigen ist hier ein bisschen... Was habe ich hier? Habe ich hier so ein paar normale Tränke? Irgendwas nochmal ganz kurz so... Oh, komisch. Tafelwasser. Oh. Das möchte ich gerne usen, weil... Dave. Dann möchte ich das Tafelwasser, das gibt mir 50. Das use ich jetzt gerne mal, weil... Falscher Knacker.
Sure. Dann habe ich hier noch irgendwas. Hypertränke habe ich noch so. Stratos Eis! Es hebt alle Statusprobleme eines Pokémon. Hooray! Also wirklich viel an Heilungszeug haben wir nicht. Bittere Medizin. Nee. Wird diese Kraftpunkte dauerhaft erhöht. Ja gut, dann gebe ich noch diese Kumumisch an Amniota. Und ich würde sagen, den Kampf starten tun wir mit Bunchoknacker. Und hoffen auf gutes Gelingen. Ja. Na, lass mal sehen, was du so drauf hast. Da sieht man nicht wie ein Big M aus, wenn ich eigentlich noch so als Chef einer großen Bezirkskrieg. Aber er ist ein Ass-Trainer. Mit Quappo. Ich hab die falsche Wahl getroffen. In jeglicher Hinsicht. Oh, hey! Pokémon. So. Aber ich habe ja noch sehr viel in der Hand. Quappo. Kann eine Wasserattacke einsetzen, Dave ist weg. Bob. Kann passieren. Was will, ist weg. Amiota. Komm her, meine bezauberte kleine Flederratte. Du. Vielleicht entwickelt sich danach sogar so nix Watte. Wäre das schön? Ich fänd's toll. Und du machst Überkopfwurf. Ja. So viel dazu. Hooray! Dafür haben wir jetzt Bob. Bob? Sein Kopfstoß! Ja, ich hätte vielleicht eine Pflanzenattacke nehmen sollen. Oh, es flinchte! Hey! Bobbele! Achso, okay, Pflanzenattacke. Nix gesagt. Bobbele! Nochmal! Flinch it away! Lieber Kopfwurf. Ja. Das überstehst du doch, Bob. Ja, das überstehst du. Und wir kriegen dafür Dave! Fucking Devil Danielson! Oh, und Royal Level wirkt trotzdem? Nicht hinterfragen, kaputt schlagen. Und das dürfte es immer noch nicht gewesen sein. Und du machst noch einen Überkopfwurf. Und wer ist der Nächste, der dich auf den Kopf hauen wird? Finishing wird dich! Bobbele! Mit seinen ultimativen Zen-Kopfstoß. Bob makes a good shot. Wurde besiegt. Panzerkranke hat Erfahrung. Ne, der hat eine Erfahrung. Das ist ein guter Kampf gewesen. Das Trainer schick. Toxiquack. Gegen Toxiquack habe ich. So, jetzt wollte ich irgendwas. Jetzt wollte ich sogar aus dem Psycho einsetzen. Ich habe nicht auf Psycho. Punkt 1. Ich hätte Bob, aber Punkt 2. Ja, und nicht. Hust. Also, setzen wir gegen Toxiquack ein. Amiota! Oder war das nicht sogar irgendwas mit Kampf? Ach, ich hab keine Ahnung mehr! Mensch! Da gibt mich nicht doch sowas fest! Das ist auch doof. Toxiquack! Ach nee, jetzt hat er doch Kampf drin, ne? Mit dem Kampf, den du hast, mach ich dich! Tschüssi! Sir! Toxiquack wird besiegt! Ich schick Lapras in den Krampf. Ja, dagegen habe ich. Achso, ja, Bob hatte mal absorben. Essen. Das ist unser Vater. Möchte aber an die Otter jetzt nicht zu sehr bevorzugen. Oh. Geht nicht anders. Hallo, Lapras. Lass uns Akrobatik machen, Lapras. Ja. Hydropumpe. Oh. Super. Super, 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 super. Und Amniota steigst du nach Level. Ja, da. Oh. Au! Au! Nicht lustig! Mach tot, Amniota, jetzt wird's persönlich. Er hat ja ganz doll wehgetan. Lapras wurde besiegt. Amniota erhält Erfahrung. Level 53. Dusk gewann den Kampf. Oh, hey! Ich denke, dass du dich überzeugt hast. Dafür erhältst du sogar Geld von mir. Damit ist die Entscheidung endgültig gefallen. Warte, ich rufe schnell die Zuständigen für die Baustelle an. Lass jetzt sie öffnen. So, eine wichtige Entscheidung war es nicht wirklich, aber ich habe eh genug Geld. Mr. Chabot, es war schön, Sie mal wieder zu sehen. Ebenfalls ein Dankeschön an Sie, Miss Caro. Einen schönen Tag noch.
So ein Engel. Ich werde wieder nach Hause gehen und dort einiges wieder richten. Auf Wiedersehen, Big M und Dusk. Eine ruhmreiche Reise noch. Ist ja richtig herzlich hier. Irgendwie fühle ich mich jetzt besser. Ich habe Geld verloren. Und eine wichtige Einnahmequelle. Alle Aktionen und Kurse auf einem Bildschirm. Hui! Ich habe da noch gerade so ein kleines Problem. Ich mag hier gerade nicht wirklich rausgehen wollen. Also, ich mach's mal so. Ihr seid jetzt live dabei, während ich speichere. Jawohl! Und dann versuche ich mal, ob ich hier von alleine rausgehen kann. Nope! Ich bin wieder eingesperrt! Hooray! Ist das irgendwie ein Zeichen? Bin ich jetzt dauerhaft in diesem Projekt etabliert? Also ich wollte ja sowieso jetzt wieder bis zum Ende durchziehen, aber... dass ihr mich gleich so festhalten müsst! Aber ich habe vorher gespeichert! Von daher wird es ja irgendwo schon passen. Und ich habe einen Computer! Achso! 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 Ich hab nur die falsche Taste gedrückt, um den Computer anzusprechen. Schnell! Du da! Du siehst irgendwie stark aus! Geh nach Lander City, Italia! Um Arena-Leiter Jeremy und Aximatheater anzuhelfen! Bitte schnell! Was? Hä? Ich verlasse ein Gebäude und werde angeschrien! Und hier ist wieder groß. Weil große Stadt groß sein muss. Und komisch, wo kommt der Pokémon? Hallo. Skarali? Ach nee, Dusegur. Dusegur hatte ich sich gerne ein Plätzchen in Großstadt auf. Ja. Was ich eigentlich auch noch gerne aufhalten soll, sind wildlebende Pokémon Center. Pokémon Center! Hallo! Hallo! Ich kann doch noch weiter spielen! Hooray! Pokémon Center! Pokémon Center? Pokémon Center! Pokémon Center? Pokémon Center! Pokémon Center? Pokémon Center! Pokémon Center! Pokémon! Pokémon Center! Hallo, wir machen einfach wieder vor 50. Möchtest du? Ja, ich will. Lalala! Dankeschön. Und dann wollen wir noch zur Amtshandlung etwas anderes machen. Ich bewege Pokémon. Und zwar wurde sich besprochen, dass unser wunderschönes Sienna jetzt ausgetauscht wird mit Sparky. Sift. Du trägst doch kein Item, also ist okay. Hast einen guten Job gemacht. Ja, das hast du. Ja, gucke, wie ich auf deine Ohren stupse. Ja, gut gemacht. Ja. Ja, oh, nix. Oh, süßes Onyx. Guck mal hier. Guck mal da, GF. Hallo, GF. Ja, ja. Guck mal, da bist du. Ja, GF, ja. So ein gutes GF. Ja. Nope. Ja. Platzieren, danke. Poison. Ich mag dich auch, ja. Aber, möchte ich gar nicht. Warte mal. Hab ich ja gerade richtig gesehen, wir haben einen Traummagie? Was zum Henker? Schick. Ein Traummagie vor allen Dingen. Ein Magie gleich. Schon entwickelt, Level 36. Schönes Geschichte. So, dann mal kurz im Beutel reinschauen. Hier dürften wir irgendwo noch haben. VMs, Bären, Beutelinhalt, Megablock. BTM, Fahrrad. Ach, wir haben Fahrrad. Auf F5. Ah, gut zu wissen. Aber ich suche eigentlich sowas wie einen EP-Teiler. Fragezeichen. Ah. Gib wir zu Jin. Ich könnte generell mal die Items ein bisschen verteilen. So wie ich sie für schlau ansehen würde. Was machen hier zum Beispiel? Oh, Metallmatte. Oh. Mag ich auch noch nicht schlau, oder? Ja, wir haben noch nichts. Zum Glück könnte man auch jemanden geben, der Erfahrung bräuchte. Ach. Können Sie sich ja selbst drum kümmern, oder? Ich hab doch gut Job geleistet.
Yeah, 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 yeah. Von daher. Tun wir nochmal für alle Augen öffentlich speichern. Ja, ich möchte speichern. Dankeschön. Und dann sage ich, ich hatte meinen Spaß. Wir haben die Brücke geöffnet. Wir müssen irgendwo hinten, das kann ich zum Glück wieder nachlesen. Und das schreibe ich in die Zusammenfassung. Von daher, verspreche ich schon. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder. In der altgewohnten Reihenfolge. Danach kommt Leviathan. Und da freuen wir uns alle drauf. Und wenn der Leviathan keine Zeit hat, dann macht wieder Leviathan 2 für ihn weiter. Hooray! Bis dahin, Leute. Reingekriegt.